Frühstück. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dreamfall mit Kian, der auch schon total deprimiert ist, weil wir hier nicht an unserer... Krötenhoden? Was? Hier ist Makurias Krötenhoden rankommen. Zauberschnitterin. Bereit, die Zauberschnitterei genau nach eurer Bestellung auszuführen. Ja, Quatsch mal. Irgendwie müssen wir da an diese Zauberschnitte bekommen, aber sie merkt es ja immer sofort, wenn wir... Ach, guck mal hier. Wen haben wir? Den Pip. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass wir den nochmal brauchen. Vielleicht können wir ihn jetzt... Oh, aber den zum Klauen anstiften ist auch mies, ne? Hey, Pip. Hallo. Habt ihr diesen Überläufer gefunden, den ihr gesucht habt? Nein, aber das war meine Schuld. Ich habe den Falschen identifiziert. Oh, echt? Oh. Unsere gesamte Mission war also Zeitverschwendung? Sicher nicht. Wir kriegen ihn irgendwann. Und ich konnte sehen, wie Onor Hilleris zu seinen Anhängern gesprochen hat. Das könnte uns von Nutzen sein. Gut. Seid ihr auf einer weiteren Mission? Vielleicht. Es tut mir leid, Junge, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Lasst mich helfen. Hilfe, wobei... Keine Hilfe. Echt, wir haben den Falschen identifiziert? Scheiße. Ich dachte, wir hätten voll den Richtigen. Oh Mann. Hä, wer war denn das dann? Wir hatten auch den mit dem Tabak, oder? Er könnte sich tatsächlich als nützlich für mich erweisen. Der Junge könnte sich als nützlich erweisen. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich werde ihn nicht mehr Gefahren aussetzen als unbedingt nötig. Ja, ich will ihm ja auch eigentlich nicht wirklich einer Gefahr aussetzen. Aber ich, er ist ja ein kleiner Dieb, ne? Heiligt der Zweck die Mittel? Eigentlich nicht, ne? Er könnte sich tatsächlich als nützlich für mich erweisen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, aber ich komme ja sonst nicht weiter, gehe ich mal von aus. Er könnte sich tatsächlich... Du möchtest helfen? Ja. Selbst wenn es gefährlich ist? Na, was glaubt ihr denn? Was weißt du über Feuerwerk? Ihr meint Feuerblumen. Ich weiß alles. Mein Vater macht jedes Jahr zum Wendefest bakschewanische Kerzen. Na schön. Komm mit. Ja. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man das hätte anders lösen sollen. Aber ich glaube, dass wir halt anders hier nicht rankommen, ne? Ich glaube, ich muss sie jetzt ablenken und er klaut dann. Und alles in einem großen Hefebrötchen. Hey. Na? Kann ich euch mit einer köstlichen Zauberschnitte locken? Ich bin die beste Zauberschnitterin in der ganzen Altstadt und auch die einzige. Ja, ich hätte gerne eine. Ich nehme eine eurer Zauberschnitten. Wunderbar. Kommt hier rüber, mein Freund, an meine Zauberschnittentheke. Okay, machen wir. Seid lieber noch nicht satt, seid ich tot. Das was? Zauberschnittermesser schneidet euer Brot. Ja, sehr gut. Zur Sonnenseite Käse, zur anderen Pip. Das Fleisch. Die Zauberschnitterei ist... Irgendwas war das... Nee. Gekreisch? Möchtet ihr ein bisschen knuspriges Bitterblatt? Ja, bitte. Alles bitte. Hervorragend. Ich warte mal, bis sie nach hinten geht. Jetzt. Schnell, schnapp dir diese Zutaten. Geht klar. Dieb, weg da mit dir, kleiner Bastard. Sonst rufe ich die Stadtwache. Kapissen. Was mit meiner Zauberschnitte? Hä, sie hat doch weggeguckt. Hallo nochmal, mein Freund. Ja, Zauberschnitte. Ich nehme eine eurer Zauberschnitten. Wunderbar. Kommt hier rüber, mein Freund, an... Ich führe meine Zauberschnitterei hier aus. Nicht da drüben, sondern genau hier. Ja, ist gut. Kissy Summ. Hä, aber sie hat doch in die andere Richtung geguckt. Wo soll sie noch hingucken? Wir gehen das mal durch, mal gucken. Und ein bisschen von dem. Und ein Quäntchen von diesem. Eine Prise scharfe Ochsensaat obendrauf, ja oder nein? Ja, gerne. Alles soll bitte. Hervorragend. Ist sie jetzt da beschäftigt? Häppchen, Gaumenfreuden, Leckerbissen.
Seid lieber noch nicht satt, seid lieber noch nicht tot. Das Zauberschnittermesser schneidet euer Brot. Sehr gut. Zur Sonnenseite Käse, zur anderen das Fleisch. Die Zauberschnitterei ist... irgendwas war das. Gekreisch? Petersilie? Ja, bitte. Alles, solange sie abgelenkt bleibt. Bitte. Okay, komm, Pip. Hervorragend. Versuchen es nochmal. Jetzt, Pip. Nimm die Chemikalien. Ja. Häppchen, Gaumenfreuden, Leckerbissen. Woll! Okay. Zauberschnitter. Gut. Hier bitte genau wie bestellt. Größtenteils. Ein paar Änderungen musste ich vornehmen. Denkt daran, gut zu kauen und schluckt nicht zu früh. Sollte euch irgendetwas Unwohlsein bereiten, dürfte ein Löffel Essig Abhilfe schaffen. Falls nicht, sucht bitte umgehend einen Arzt auf. Alter, was hast du uns da bitte gegeben? Überleg mal, du gehst so zum Dönermann und der erzählt dir sowas. Bei riesigen Nebenwirkungen gehen Sie bitte zu Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn du dir so einen Döner holst. In Sadir nennt man so etwas Meister. Sie werden oft vor Tempeln, Kasernen und Schulen verkauft. Das ist ein Meister. Okay. Bip! Wo ist denn der jetzt? Bip? Ist der wieder am Springbrunnen? Nee. Hä, wo ist denn der Bip jetzt? Bip? Ich habe die nicht magischen Arzneien, warte mal. Die euer Körper braucht. Da, ach da, ich habe ihn gar nicht gesehen. Hey Bip. Keine Hexerei. Wie war das? Das war perfekt. Aber denk dran, stehlen ist falsch. Ihr habt mir gesagt, ich soll stehlen. In diesem Fall war es gerechtfertigt. Was? Aber stiehl nicht, du würdest deine Hand verlieren. Oder deinen Kopf. Hier ist das Zeug. Okay, da haben wir die Kackbrösel. Keine Ahnung, was ist. Mein Stand ist immer geöffnet. Tag und Nacht. Alter, was hat denn der alles eingesteckt? Alter, Bip. Alter. Oh Gott, was soll ich denn damit machen? Du hast gesagt, dein Vater hat dir beigebracht, wie man Feuerblumen herstellt? Naja, so in der Art. Er hat bakshivanische Kerzen gemacht und ich habe ihm dabei zugesehen. Aber er hat sie mich nie selbst machen lassen. Meinte, ich könnte mir die Finger absprengen oder die Augen ausbrennen. Aber ich kann euch dabei anleiten. Na gut. Womit muss ich anfangen? Macht zuerst die Glitzerkugeln. Ich weiß nicht genau, wie man Glitzerkugeln macht, aber bei meinem Vater waren sie nachher ganz glitzerig. Mhm. Okay, wir gucken uns erstmal an, was wir da alles haben. Krötenhoden? Alter. So sehen also Krötenhoden aus. Warum sind das drei? Kleine Krötenhoden. Eine häufig alchemistische Zutat hier in den Nordländern. Ich habe ziemlich viel darüber gelesen. Mhm. Okay. Das ist das Rohr, in das sämtliche alchemistische Zutaten gefüllt werden, wenn man eine bakshivanische Kerze macht. Alles zugelassen und genehmigt. Okay. Keine Hexerei. Das Zeug ähnelt unserem Schwarzpulver, aber es brennt länger und langsamer. Es ist ein mächtiger Sprengstoff, der als Treibladung für Musketen und Feuerblumen verwendet werden kann. Ich dachte, wir schütteln mal durch. Powerful Potion. Blutrote. Ist das die blutrote Krone? Wird verwendet, um Dinge dunkelrot zu färben. Okay. Und hier ist das Sonnenwurz. Sonnenwurmessenz wird gewonnen, indem man die Würmer der Sonne aussetzt, bis sie Blasen werfen und zu gären beginnen. Dann werden sie zerquetscht und der Saft in Flaschen gefiltert. Boah, ist das grausam. Aber wie sollen wir denn jetzt hier was zum Glitzern bringen? Gut, jetzt müsst ihr das Feuerpulver machen. Irgendwie. Oh. Mein Vater hat diesen Teil nie so richtig erklärt. Feuerpulver? Ich weiß nur, dass es ein Pulver ist, das macht, wenn man es anzündet. Mein Stand ist immer geöffnet. Tag und Nacht. Nun müsst ihr die Zutaten bloß noch in einem Rohr zusammenfügen.
Das sollte leicht sein, oder? Ihr fangt mit dem Feuerpulver an. Ah, okay. Das kommt nach unten. Und dann die Glitzerkugeln drauf, bis das Rohr voll ist. Das sieht doch in Ordnung aus. Ich bin nicht sicher, wie gut es funktionieren wird, aber es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. So sieht's aus. Okay, Bip, danke dir. Guck mal, kriegst du eine Zauberschnitte? Für mich? Was ist da drin? Was? Doch keine Fische, oder? Will er nicht? Das ist das... Was? So satt war ich schon lange nicht mehr, seitdem letztes Mal Abendessen gemacht habe. Oh, guck mal, wir haben ihm Essen geben können. Feeding the young. Fütter die Jungen. Habe ich gerade einen Erfolg bekommen, weil wir Bip das Essen gegeben haben. Ach, cool. So, danke, Bip. Wir können ihn immer noch. Okay, aber ich glaube, wir brauchen ihn jetzt gerade nicht mehr. Dann gehen wir jetzt mal die Wache ablenken. Das ging jetzt einfacher, als ich gedacht hatte, das Herstellen. Ich dachte, ich brauchte jetzt ewig lange. So, hallo Wache, wir lenken dich ab. Aber wie machen wir das? Ich würde ja... Können wir das Bip geben? Hier, bitte, Junge. Zünd es nicht an, bevor ich es dir sage. Oh Mann. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Okay. Ich kann's kaum erwarten, das Ding brennen zu sehen. Setz das Feuerwerk ein, um die Wache von der Tür wegzulocken. Ja. Oh, ich will auch gucken. Hey! Hey! Guck mal hier! Hey, komm zurück, du kleiner Scheißer! Okay, Hand ist noch dran, ne? Sehr gut. Ratten! Dann gehen wir da mal rein. Oder, was haben wir? Betritt das Gebäude und stell Asadi-Offizier zur Rede. Dann machen wir das mal. Und wir haben wieder einen normalen Kopf, wenn wir da drin sind. Ja! Wundersame Heilung. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer der Asadi-Offizier ist. Was im Namen der Schatten seid ihr? Apostel, ihr seid tot. Er wird dir nicht nochmal wehtun, Kind. Versprochen. Geh, komm nicht mehr zurück. Alter, was für ein Bastard. Gleich kastrieren. Ah, mein Kopf tut weh. Warum ist mein... Was ist los? Wer seid ihr? Wo ist Ramin? Warum bin ich gefesselt und an ein... Alvane, ihr seid nicht tot? Wie im Namen des Schattens? Ich bezahle euch. Ich mache euch reich. Ich verschaffe euch eine Begnadigung vom Turm und... Haltet den Mund. Ich brauche Informationen. Was meint ihr mit... Wenn ihr nochmal ungefragt redet, schneide ich euch den Schwanz ab und schieb ihn euch in den Rachen. Jawohl! Die Razzia heute Nacht. Ich weiß nichts über eine Razzia. Foltern oder bedrohen? Jetzt kommen wieder so eine Geschichten hier, ne? Ganz ehrlich, habe ich das richtig mitbekommen, dass er da gerade ein Kind vergewaltigt hat? Er wird lügen. Es sei denn, ich zeige ihm, was passiert, wenn er das tut. Ganz ehrlich, kein Mitleid mit so einen Leuten. Bei der Göttin, nein, nein! Ah! Ich war der Apostel. Ich brachte unseren Feinden Schmerz. Im Gegenzug beichteten sie und konvertierten. Ohne Ausnahme. Ich wurde ausgebildet, dafür zu sorgen, dass Gläubige ihren eigenen Göttern abschwören. Meint ihr, ich kann einen göttinlosen Kinderschänder nicht dazu bringen, seine Geheimnisse zu offenbaren? Bitte, bitte hört auf! Ich sage euch, alles was ich weiß, heute Nacht wird eine Razzia im magischen Ghetto stattfinden. Kurz vor Sonnenaufgang.
Kommandant Vermin führt die Einheit persönlich. Sie haben eine Liste. Magische Menschen, die den Widerstand unterstützt haben. Mutmaßliche Kollaborateure. Es ist eine lange Liste. Sie haben vor, die meisten Magischen zusammenzutreiben. Sie auf die Inseln zu schaffen. Einige werden sie einfach töten. Ihre Familien, ihre Häuser werden niedergebrannt. Es ist eine Vergeltungsaktion. Für das, was in der Feste geschehen ist. Für die Waffenlieferung. Vermin will allen zeigen, dass die Aktionen der Rebellen Konsequenzen haben. Dass alle wegen des Widerstands leiden werden. Gehen wir das noch einmal durch. Sagt mir alles, was ihr wisst. Bitte, tötet mich nicht. Ich werde niemanden davon erzählen. Von euch. Das kann ich gar nicht. Sie würden mich hinrichten. Ich tue alles. Ich spioniere für euch. Ich gebe euch Informationen aus dem Turm weiter. Nur verschont mich. Bitte. Bei der Liebe der Göttin, ich flehe euch an. Ihn töten oder ihn verschonen? Also ihn töten würde ich jetzt nicht. Ich bin, für tot bin ich nicht. Meiner Meinung nach gehört er in irgendeine Grube geworfen. Und dann ist er sich selbst überlassen. Ja. Aber wir können ihn ja nur töten oder verschonen. Es bleibt immer ein Risiko, dass er enthüllen wird, was hier geschehen ist. Aber wenn ich ihn am Leben lasse, könnte er von Wert für uns sein. Wenn ihr mich hintergeht, wird der Turm erfahren, was ihr getan habt. Selbst wenn sie euch am Leben lassen sollten, werde ich euch finden und euch dafür büßen lassen. Ja, ich schwöre es beim ersten Berg. Ich werde kein Sterbenswörtchen hiervon sagen. Ich werde euch alle Informationen geben, an die ich gelange. Alles. Ihr werdet an diesen Ort zurückkehren. Jede Woche, um einen Mittelsmann von uns zu treffen. Eure Wache wird glauben, ihr würdet noch euer Mädchen besuchen. Na, natürlich, Apostel. Ich danke euch. Seid still, bevor ich euch die Zunge aus dem Mund schneide. Ich lasse euch jetzt frei. Aber ihr bleibt hier, bis eure Wache an die Tür klopft. Wir werden es sofort wissen, wenn ihr euren Schwur brecht. Pisser, ey. Wie gesagt, also ich denke, ein Tod wäre einfach auch viel zu nett für ihn. Der soll leiden einfach jetzt noch. Der soll für uns arbeiten, der soll alles machen, was wir wollen. Aber wie gesagt, Mitleid habe ich nicht mit so einen Leuten, ganz ehrlich. Also da ist mein Standpunkt eindeutig. So. Wo ist die Wache? Dann mal wieder zur Freundlichkeit zurück. Der Kerl ist in den dreckigen zurück. Keller und steckt bis zu den Knien in Elkwarnmist. Er wird eine Weile beschäftigt sein. Ja, super, das Bib. Hast du gut gemacht, Bib. Was ist da drin passiert? Habt ihr bekommen, was ihr brauchtet? Ja, habe ich. Hör zu, du kannst nicht hier in der Altstadt bleiben. Die Asadi kommen. Ich hab keine Angst vor den Asadi. Trotzdem musst du weg von hier. Ich bringe dich in die Enklave, dann bist du in Sicherheit bei... Ich gehe nirgendwo hin. Ich wohne hier. Was, wenn meine Eltern zurückkommen? Sie werden mich suchen. Hier bist du nicht sicher. Deine Eltern wären bestimmt glücklicher, wenn sie wüssten, dass du bei uns bist. Ihr wollt mich bloß in ein Waisenhaus stecken. Quatsch. Warte! Beim Schatten. Ah, Kinder. Naja, was hast du erwartet? Einfach aus der gewohnten Umgebung rausreißen, das kannst du mit einem Kind auch nicht einfach so machen, von heute auf morgen. Da ja, braucht man schon ein bisschen mehr Taktgefühl. Kien, Alvane. Der General stellt Fragen. Ich weiß. Wir müssen Kien finden, bevor... Ich werde dafür sorgen, dass Hamis Aufmerksamkeit etwas anderem gilt. Die Razzia im magischen Ghetto heute Abend wird ein guter Anfang sein. Was hat er gesagt? Der General erzählte mir, dass meine Leute sich an die Geschichte halten, aber dass einige der Gefangenen Gerüchte verbreiten. Das ist nicht weiter wichtig. Bis zur nächsten Befragung werden sie nicht mehr leben. Du willst noch mehr Verdacht erregen? Sei kein Narr, Vermin. Nennt mich nie einen Narren. Dann benimm dich nicht wie einer. Mit wem hat er sonst noch gesprochen? Mit dem Aufseher. Dem... was? Ich dachte, du kümmerst dich um dieses Problem. Ihr seid diejenige, die sich darum sorgt, wir könnten Verdacht erregen. Ich konnte ihn nicht einfach hinrichten lassen. Es gibt Gesetze.
Und jetzt hat der General einen Zeugen. Die Aussage eines Ungläubigen kann nie gegen einen Reinblütigen verwendet werden. Aber seine Worte können weitere Nachforschungen in Gang setzen. Der General wird sich bald mit anderen Dingen befassen müssen. Wir intensivieren die Deportation und wir sind kurz davor, die Maschine zu vollenden. Danach wird Kians Tod weit unten auf seiner Prioritätenliste stehen. Und in der Zwischenzeit wird der General Hinweisen folgen. Wie ich schon sagte, die Razzia heute wird ihn ablenken. Wie das? Sie wird nicht gut laufen. Die Rebellen schlagen zu, viele seiner Leute sterben. Unsere Truppen sind in höchster Alarmbereitschaft. Als Oberbefehlshaber muss Hami für Ordnung sorgen. Er wird dir die Schuld geben. Und ich werde die Verantwortung übernehmen und handeln. Für seine Nachforschung wird wenig Zeit sein. Wenn die Lage wieder unter Kontrolle ist, werden andere Dinge Vorrang haben. Wir lenken den General ab, bis unsere Mission hier beendet ist. Und dann wird niemand sich gegen uns stellen. Ich hoffe, du hast recht. Das habe ich immer. Kommt her. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für... Ich bin hart wie Nergali-Stahl. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Ja. Hart ist der Schwanz einer Bisamratte, doch nix ist härter als seine Morgenlatte. Na siehste. Okay, wir sind wieder mit unseren Leuten hier. Mit denen quatschen wir dann auch gleich, aber erst in der nächsten Runde. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachvollziehen, wie ich gehandelt habe mit dem Kinderschänder. Also ich denke, Mitleid habe ich dann mit so einen Leuten nicht, wie gesagt. Also da wird kurzer Prozess gemacht, aber Tod wäre für mich keine Option, weil das meiner Meinung nach dann einfach nur so ein Erlösen für die ist, weißt du? Also die sollen dann irgendwas, irgendwo arbeiten, irgendwo in eine Grube geworfen werden, wo sie irgendwie schürfen oder sonst irgendwie irgendwas machen, wo sie weit weg von aller Zivilisation sind und da dann einfach bis Ende ihres Lebens ackern, keine Freude mehr am Leben haben, viel Zeit selber haben, um nachzudenken, um sich vielleicht irgendwann doch auch bewusst zu sein, was sie da überhaupt getan haben, weil dann schmerzt es sie vielleicht doch selber auch noch, auch wenn es kein Trost denn mehr natürlich für die anderen ist, und es ist halt auch ein sehr schwieriges Thema, was die hier angeschnitten haben, ne? Na gut, ihr Lieben, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Dreamfall. Ich hoffe, dann wird es wieder etwas lustiger und etwas nicht so, ja, heikle Themen. Es schneidet hier schon sehr viele heikle Themen an, ne? Diebstahl bei Verarmung, Massenmord unter Völkern, Kinderschändung, korrupte Politiker. Politiker, wie habe ich das ausgesprochen? Aber es schneidet sehr viel an. Also wenn man die ja, Verbindung versteht, so, dann merkt man auch, wie nah das Spiel dann doch gar nicht mal so weit weg ist von unserer jetzigen Gesellschaft. Ne? Wie weit das Spiel nicht weg ist. Ja, ich quatsche gerade und quatsche und ich habe einen Knoten in der Zunge. Tschüss.